Die Schulpartnerschaft zwischen der Hamburger Klosterschule und dem Colegio Teresa Arce in León bestand von 1996 bis ins Jahr 2017. In den 21 Jahren gab es wechselseitige Besuche von Lehrerinnen und Schülerinnen und jedes Jahr wurde ein Container mit Unterrichtsmaterial nach León verschifft. Die Schule Teresa Arce liegt in einem relativ armen Stadtteil und die Kinder, die 750 Kinder, die diese Schule besuchen, könnten sich eine Privatschule gar nicht leisten. Sie gehen also hier in die staatliche Schule und der gute Zustand dieser Schule zeugt davon, dass die Partnerschaft mit der Klosterschule in Hamburg hier vieles bewirkt hat. Höhepunkt der Partnerschaft war 2006 eine Reise von 10 Schülerinnen der Klosterschule nach León. Die Hamburgerinnen unterrichteten 3 Wochen lang Englisch und Rechnen an der Leoner Partnerschule Teresa Arce. Se encontró también con profesores de Hamburgo. Sí, sí, yo sí, este hace poco vinieron, sí, estuvo Matías me conoce, sí. Y ellos han apoyado bastante el deporte en el colegio. Wie profitiert diese Schule von dieser Partnerschaft mit der Klosterschule in Hamburg? Es gibt 2 Aspekte. Einmal die menschlichen Beziehungen. Die Kinder tauschen Zeichnungen, Gedichte aus und kennen dadurch gegenseitig das Familien- und Schulleben jeweils der anderen Seite. Wichtig ist natürlich auch die finanzielle Hilfe. Zum Beispiel hat die Klosterschule, die hier die Partnerschule ist, da drüben dieses Gebäude gebaut und finanziert. Die Klasse hinter uns ist auch aus Hamburg finanziert worden. Und das ist natürlich eine wesentliche Hilfe für eine Schule in einem solchen Gebiet, wo Familien wohnen, die wenig finanzielle Mittel haben. Ne?